Okay, let's go. Aber ich mag diesen Vibe. Ich mag den Vibe. Ne? Deswegen mochte ich das VBT auch immer. Ne? Und deswegen habe ich nie verstanden, diesen VBT-Hype, Hate und so. Klar, aus Business-Sicht von Julian war das bestimmt ganz clever. Aber mich fand es immer so schade, dass so viele Zuschauer das so übernommen haben. Und man sieht ja auch heute, ne, wenn wir mal über das VBT reden, wie viele Leute hier immer noch schreiben so, VBT war wack. So. Und damit beweist du eigentlich nur, wie wenig Ahnung du hast. Wenn jemand der Meinung ist, VBT ist wack, hat er keinen Plan. Er hat einfach keine Ahnung. Das ist auch keine Geschmackssache. Kann man schwer damit argumentieren, weil es auch sehr gute, ernste Runden zum Beispiel im VBT gab. Das sind einfach Leute, die haben sich damit gar nicht beschäftigt. Und es gab so viele gute VBT-Runden. Und eben genau dieser Vibe, dieser Charme, dieses nicht ganz zu ernst nehmen und so, wie zum Beispiel die Runde gegen Ismatix, um jetzt mal hier nochmal ein bisschen Selbstbeweihräucherung zu starten, ne? Dieses so, hallo Famehook, ich mach die Hook alleine, ich hab nicht so, ne, dieses Sorglose so, ne, so auf positiv, auf eine gute Laune, auf irgendeine Art, das ging da halt, ne? Und da gab es halt so viele verschiedene Charaktere, so, ich hab's gefeiert. Niemand spielt meine B-Seite. Ui, okay, da muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht mehr, weil ich aus rap-technischer Sicht eher so ein Tune-Fan war, habe ich mir diese Runden damals auch öfter gegeben. Asiate, die Runde vom Asiaten habe ich mir auch gegeben, aber habe ich halt nicht öfter gehört. Also ich weiß gar nicht mehr, was mich da erwartet. Aber ich glaube, Video war wieder on fleek, ne? Der Asiate gegen Tune ist wie der Schöne und das Biest, das Model und der Freak. Wie Tupac gegen Mobb Deep, Asien ist Offbeat. Yeah. Das nehme ich mal so hin, ich rap auf jeden Beat auf Beat. Ich bin der Offbeat-Rapper King hinter Kaya Jin. Er macht immer den gleichen Witz, ne? Die Leute sagen, er ist Offbeat. Ja, Mann, ich bin der Offbeat-Rapper King. Also er hat da schon seine Art gefunden, ne? Alles, was gegen ihn gesagt wird, einfach selbst wiederholen und so die Angriffsfläche kaputt machen. Und gleichzeitig natürlich auch irgendwie, ja, so dieses Sympathielevel oben halten. Es ist natürlich sympathisch, wenn jemand sagt, ey, du kleinen Schwanz, alles cool. Ja, ich rap Offbeat, ne? Und ich bin der Beste im Offbeat sein, so, ne? Yeah. Das nehme ich mal so hin. Ich rap auf jeden Beat auf Beat. Ich bin der Offbeat-Rapper-King hinter Kaya Jin. Asien hat was super. Ja, unter Kaya Jin. Ja. True. Mich mal so hin, ich rap auf jeden Beat auf Beat. Ich bin der Offbeat-Rapper-King hinter Kaya Jin. Asien hat was super Markantes. Du hast dein Standardflow gepaart mit einem Möchtegern-Punches. Tune, der Typ kann nur mit zwei Rennen Text schreiben. Mich kommt mit der Tech, nein und blöd ist der Respekt. Ein Dreckschwein, du bettest um ne Ja, irgendwie geht halt die irgendwie Mische nicht so krass. Zwei Rennen Text schreiben, mich kommt mit der Tech, nein und blöd ist der Respekt. Ein Dreckschwein, bettest um ne Back. Pfeife oder er verkauft beim Polen Macke, Wäsche, Sack, Glätt, Pullover. Deine Zaubertricks, die taugen nichts, du kleiner Merling. Es ist Du bleibst für mich der Zauberlehrling. Das ist die erste Line, die irgendwie ein bisschen puncht, finde ich. Der Rest war alles so ein bisschen so, hat irgendwie halt nicht so gesessen, ne? Irgendwelche gefälschten Pullover verkaufen und so, ja, okay. Seit letztem Jahr lief es nicht gerade super für dich. Hier ist dein Déjà-vu, ich hab in die Zukunft geblickt. Da bringt dein Favorite nix, du kleiner Arschlecker. Mein letzten Gegner stand auf jeden Fall der Bart besser. Hallo Jason, uns kam da gerade die Frage auf. Warum siehst du... Ach, der hatte sogar eine Weekend- und Sorgenkind-Hook. Krass, ich hätte da niemand, hätte mir jemand gesagt, war Weekend mal irgendwie im JBB oder Sorgenkind? Ich hätte gesagt, nein, Digga, niemals. Krass. Bart, besser, hallo, Favorite Nix, du kleiner Arschlecker. Mein letzten Gegner stand auf jeden Fall der Bart. Besser, hallo, Jason. Uns kam da gerade die Frage auf. Warum siehst du in letzter Zeit so anders aus? Ist das der Hut oder ist das der Bart? Keine Ahnung. Ist auch egal. Wir wollten fragen, hast du noch Kontakt zu Favorites? Wir hatten dem noch da am Dienstag die Mail. Ja, aber das war damals auch High-End-Level videomäßig. Mit diesem, er macht groß und klein. Das war damals der Shit, ne? Also videotechnisch hat der Asiate halt immer abgerissen, ne? Muss man sagen. Geschickt, hier die Shirt. Wir sind sauer, das war voll der Reinfall. Frechheit. Die werden ja im Trockner kleiner. Ja, waren die Namen halt, ne? So Weekend Sorgenkind kann man machen, auf jeden Fall, alter Sorgenkind, auch übel heftig, ne? Weekend, glaube ich, muss man nichts sagen, weiß man. Ja, aber halt so von der Hook her irgendwie, weiß ich nicht, ja, dieses Favorite-Ding, gut, kann man machen, aber ja. Ich glaube, da ist eher das Coole, dass die halt da sind. Ist jetzt ein bisschen nass vor, Jules? Oh yeah! Ja, ich weiß. Dann solltest du eine Windel davor. Ansonsten kriegst du Schläge ab. Meine Hauptschulfreunde schlagen dir für wenig Geld den Schädel. Glaub, dass du geistige Schäden hast, dein Leben hast und aufgrund dramatischer Erlebnisse nicht mehr weiterleben magst. Du Spasti, das wird für dich gewesen sein.
Also Video ist natürlich wieder krass. Ne? Man kennt diesen Effekt schon mit diesem so links und rechts, aber es ist halt geil gemacht. Und man muss sagen, er performt auch krass, ne? Wie er so, bah, wie er so ausrastet und so. Lines-mäßig ist da halt nicht so viel zu holen. Es ist halt irgendwie so, ja, wir schlagen dich und Freunde und dies, die dich dann vermöbeln und geil. Aber da sitzt halt jetzt nichts so, ne? Muss man sagen. Denk das selbst mit ihm Zeit, wenn er wie Jason Ryan fliegt mal auf den Besenheim. Du bist nur wie Haushaltsmüll. Aber ey, wirkt das nur so auf mich oder ist die Stimme auch sehr leise? Es geht irgendwie unter, ne? Es ist nicht so gut gemischt. Also es ist so, man muss voll hinhören irgendwie. Das war bei Tune auf jeden Fall chilliger, so. Selbst mit ihm Zeit, wenn er wie Jason Ryan fliegt mal auf den Besenheim. Du bist nur wie Haushaltsmüll. Er putzt das Lohn, spielt bei Stick One auf der Zauberflöte. Ich sterbe lieber. Warte mal, jetzt muss ich mal an. Besenheim, du bist nicht gewesen sein. Er denkt, dass selbst mit ihm Zeit, wenn er wie Jason Ryan fliegt mal auf den Besenheim. Du bist nur wie Haushaltsmüll. Er putzt. Bist du die Haushaltsmöse? Das Lohn spielt bei Stick One auf der Zauberflöte. Ja, ist ja nicht gut aufgebaut. Hätte man viel mehr draus machen können. Wir haben die rollige Posse im Club, finde ich mal ein Fuffi. Sie schrumpft und jeder darf tun, bang. Freifick, Muschi. Es gibt viel zu tun, damit wirst du überfordert sein. Das in meinem Video war kein Trick, das nennt man Borderline. Er ist ein... Ah, okay. Überfordert sein war kein Trick, das war Borderline. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, Digga. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Flow irgendwie und... Dass er dann noch nicht wusste, wie man die Punchlines gut aufbaut. Ne? So, an sich, die Idee finde ich cool, so, aber bei ihm kommt es halt nicht so geil irgendwie. Ne? Von der Art, wie es gemacht ist, so finde ich. Und damit wirst du überfordert sein. Das in deinem Video war kein Trick, das nennt man Borderline. Er ist ein Magier, jetzt könnt ihr euch verzaubern lassen. Doch all die krassen Sachen hat er aus dem Zauberkasten. Was will dieser Spaß noch machen? Er kriegt das Big Mike in sein Rektum, denn er bleibt nur im Untergrund aktiv wie ein Viertor. Kommt aus diesem Dreckstypen an. Ach, der hat da sogar noch mitgemacht, der Ahmed. Ich hab irgendwie gedacht, die hätten sich da verstritten oder so. Ey, ist ja krass. Wie viel ich da verdrängt habe, was da passiert ist. Denn er bleibt nur im Untergrund aktiv wie ein Viertor. Kommt aus diesem Dreckstypen an und sieht mir aus wie ein VBT-Restmüllversammlung. Was willst du mit einer Zauberschule beim Julians Blockbattle anstatt mit dem Schlucken? Kannst du doch mal dein Kopf essen. Ey, aber der Beat ist so scheiße, Mann. Also ich weiß nicht, ob es der Beat ist, dass der Beat so richtig ekelhaft gemischt ist oder ob es an der Mische am Ende dann lag mit den Vocals so, aber das klingt ja grauenhaft. Also zumindest über meine Kopfhörer ganz schwer. Ganz, ganz, ganz... Ganz unangenehm zu hören. Kommt das bei euch auch so an? Sieh dir meine Bart an, willst du aussehen, wie ich noch chancenlos bin, im Muschi mit Schamhahn. Schau, meine Zähne weg, mit meinem Nutzerarm. Déjà-vu, das hier ist wie bei BBB, dein Nutzergang. Tune ist absolut behindert. Ich sag mal, wer Tune ist. Er macht auch Fresh, was zu Tune ist. Druck macht den Fisch, kommt zu Tune. Ey, dieser Bauernfang, denkt er, ist ein schlauer Mann. Glaubt der Punk im März, dass er sich ins Finale mit der Zauber kann. Er kann schlechten und alten Wacken vergleichen. Mann, diese hässliche Scheiße kann man echt keinen zeigen. Halt die Fresse, sei leise. Er hat ziemlich dumme Lines am Start. Ich schieb den Jungen einfach mal sein Riesengummi-Mike hier nach. Du gehst nicht ins Finale, du gehst höchstens auf den Kick. Aber er hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Er hat versucht, so ein bisschen was lang und sehr aufwendig mit vielen Leuten und so. Aber ich finde einfach von der Routine, ne, vom Aufbau der Lines, da sind hier und da mal eine lustige Idee drin. Ne? Diese Borderline-Line ist mir auf jeden Fall noch im Kopf geblieben. Oder Zauberflöte. Ja, oder hier und da noch sowas, ne, so sich ins Finale zu zaubern und so. Aber das knallt halt einfach nicht so. Da fehlt irgendwie so der Aufbau, auch irgendwie der Flow, dass man gerne zuhören möchte. Es ist so, ja, ne, da ist der Tune für mich auf jeden Fall stärker. Aber ist auf jeden Fall auch videotechnisch auf jeden Fall krass gemacht. Den Jungen einfach mal sein Riesengummi-Mike hier nach. Du gehst nicht ins Finale, du gehst höchstens auf den Kick. Es muss doch hart sein, immer auf der Zielgeraden zu versagen. Frag mal Basti, der kennt sich doch aus mit Niederlagen. Kann ich mir vorstellen, mein Lieber, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich nehme mich wirklich schon zurück, damit du mal bessere Karten hast. Der Rap-Clip Potter. Bessere Karten hast, okay? Ja, wenn es bezogen ist auf diesen Zaubertrick. Mein Lieber, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich nehme mich wirklich schon zurück, damit du mal bessere Karten hast. Der Rap-Clip Potter, das Halbfinale ist schon gut für dich. Doch wenn du denkst, dass du gewinnst, dann hast du zu viel Zuversicht. Du kannst ein Light tun, Digga, ich kam aus dem Nichts ab ins Finale. Ich hab den Tune grad ausgedreht. Okay. Ja, ich fand die Runde nicht kacke oder so, nicht, dass man es falsch versteht, aber man muss es natürlich immer im zeitlichen Kontext betrachten, ne? 2012, so, ne, das ist klar. Ja, aber knallt für mich halt nicht so, sind lustige Lines drin, ne, hier und da, aber ich weiß nicht, Alter, mit dem Beat und der Wucht alleine schon vom Flow, auch von der Mische und vom Stimmeinsatz und so, ne, und von der Routine, ist Tune einfach, keine Ahnung, das ist halt eine andere Liga, so gefühlt.
Und dadurch haben die Lines für mich halt auch einfach mehr geknallt. Ne? Da sieht man halt, dass das auch viel ausmacht. Ne? Wie deliverst du die Sachen? Wie bringst du die rüber? Weil er hatte ja coole Ideen, aber die sind halt nicht so gut verpackt. Die sind nicht so gut aufgebaut. Ich finde, gerade bei der Runde hat man gemerkt, wie wichtig zum Beispiel auch Pausen sind. Ne? Der Assi hat halt ziemlich viel durchgeflext. So, ne? Weiß nicht, ob es da, dass er irgendwie vielleicht dieses überzeugen wollte mit, guck mal, wie ich auf den Beat komme und so. Aber dadurch geht auch viel unter, so, ne? So Pausen sind so wichtig. Ja, für mich auf jeden Fall Tune. Aber mal gucken, wie Julian das damals gesehen hat.